So, ich will ganz kurz bei Krassklassenfahrt reinschauen, Leute. Ich möchte wissen, ich hatte noch nie im Auto Sex. Die Lehrerin übrigens, Grüße geht raus an diese Lehrerin, Leute. Die hat mir tatsächlich auf Instagram geschrieben und ich bin jetzt mal so dreist. Soll ich? Ganz kurz, Chat. Soll ich kurz vielleicht das Memo anmachen, was die Lehrerin von Krassklassenfahrt mir hier geschrieben hat? Wollt ihr das vielleicht ganz kurz wissen? Also, soll ich mal ganz kurz, soll ich vielleicht mal ganz kurz anmachen? Ja, sie hat mir ein Memo gemacht. Da sagt sie Folgendes. Hello, ich habe gesehen, dass du auf die Klassenfahrtfolge reagiert hast, beziehungsweise es wurde mir geschickt. Und da wollte ich mal nachfragen, ob du vielleicht Lust hättest, dass wir zusammen, ich weiß nicht, ob du letztens in deinem Livestream oder so drauf reagiert hast. Gut, ich glaube, ihr habt es alle verstanden, Leute. Ich bin drin. Ich bin drin. Und wir gehen voll ins Rein und wir machen das jetzt, so. Ich würde gern wissen, warum hier trotzdem nichts funktioniert. Das ist einfach nur eine Unverschämtheit, Mann. Das ist einfach nur eine Unverschämtheit. Wieso seht ihr diese Szene nicht, Gottverdammt? Selbst wenn ich es nach ganz oben mache, oder? Ah ja. Aber jetzt ist die Facecam darunter oder wie? Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Es ist mir egal. Es ist mir wirklich komplett egal. Moment mal, vielleicht ist es auch so, dass... Nee. Nee, passt, ist alles super. Machen wir nicht. Ist egal, machen wir es so. Hey, komm, machen wir es so, ist in Ordnung. Schauen wir es auf jeden Fall mal ran, Leute. Ich bin auf jeden Fall drin, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz bei Klassenfahrt rein und dann rein in die Klassenfahrt, ne? Wie im Autosex. Perfekt. Perfekt, wie das wieder hier funktioniert. Das ist super. Okay. Kein Beispiel. Warum ist dieser Browser so unglaublich schlecht? Kann mir das jemand erklären? Kann mir vielleicht jemand sagen, warum das so scheiße funktioniert? Wieso ist Chrome so ein Müllbrowser? Ich will jetzt... Wisst ihr eigentlich, wie man online richtig einkauft? Nein. Ich wusste es tatsächlich bisher nicht und dann habe ich von diesem... Perfekt. Ich hatte noch nie im Auto Sex. Okay. Kein Beispiel dran nehmen, das war... Ja, klar. Perfekte. Los, geht ab. Perfekte Lehrerin. Sehr schön. Ich bin die Frau Bra. Meine Lehrerin. Frau Bra, nächstes Wochenende wird zusammen gestreamt, ob du willst oder nicht. Du hast dich gemeldet, wir machen das. Auf geht's. Wir sind gerade auf Klassenfahrt und wir haben so eine Produktion hier dabei. Die haben gesagt, wir sollen irgend so ein Video drehen. Mhm. Wir spielen jetzt Ich hab noch nie. Mhm. Genau. Haben wir ein Getränk und jedes Mal, wenn wir trinken, dann haben wir es schon gemacht. Okay. Richtig? Genau. Es ist auch nur Wasser. Perfekt. Gut, wollen wir anfangen? Ja. Danke für die Subs. Dankeschön. Ich habe noch nie eine Beziehung geführt. Klar, mindestens. Erik, danke für den Sub, Bro. Ich war verheiratet, Stanley. Ich hätte mir gewünscht, dass ich keine Beziehung geführt hätte. Ah, okay. Ich hatte eine lange Beziehung, ja. Was ist denn das für ein Running Gag mit diesem Meme von ihrer Beziehung? Sie ist mit Capital Bra oder sowas zusammen, Alter? Keine Ahnung, was da abgeht. Kann mich da jemand vielleicht kurz aufklären? Sie heißt ja Frau Bra. Gut, an der Stelle hätte man eventuell auch Apache nehmen sollen. Vielleicht ein Rapper, der gerade ein bisschen angesagter ist. Aber ich verstehe nicht ganz. Also, wenn sie ja mit Capital Bra zusammen ist und jetzt nächstes Wochenende dann zu mir kommen möchte zum Stream, will ich Ärger mit Capital Bra an der Stelle, ist die Frage, ne? Also, würde ich gerne an der Stelle nicht haben. Sind Sie nicht mehr verwendet? Mit kurzem erst. Das heißt, Sie sind jetzt alleine? Ja. Ja? Ja. Also wenn Sie irgendwann jemanden zum Reden brauchen, ich bin für Sie da, ja? Danke. Stanley, das mache ich dann einfach nächstes Wochenende. Wenn die Frau Bra dann da ist, dann rede ich mal mit der. Schauen wir doch mal, wie da geredet wird, ganz offen, ohne Hindernisse. Okay. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Oh. Nein. Oh, Stanley, Alter. Ja, sowas machen wir nicht. Warum trinken Sie dann? Sie haben schon mal jemanden betrogen? Oh weia. Du bist ausgeladen an der Stelle. Haben Sie schon mal jemanden betrogen? Nein, ich habe gerade nur Durst. Ich habe noch nie betrogen. Okay, gut. Ich wurde leider betrogen. Okay, das heißt, Sie haben noch nie jemanden betrogen? Nein. Aber Sie sind jetzt eh Single. Genau. Ja. Okay. Ich habe noch nie Handschellen getragen. Gestern bei GTA war es ja kurz... davor, ne? Nein, ich habe noch nie Handschellen getragen, tatsächlich. Hat aber schon mal. Ja, ich wurde nicht verhaftet oder so, das war nur
Wir mussten nur was testen. Also das ja. So. Na klar. Nächste Frage, bitte. Wie? Sie haben Handschellen getragen, aber wurden nicht verhaftet. Ich habe noch nie Drogen ausprobiert. Oh. Ja, klar. Stanley? Kannst du mir nicht erzählen, die ist mit Capital Bra zusammen, die hat sich alles reingeballert. Ja. Tilly. Was hast du denn ausprobiert? Sie haben noch nie im ganzen Leben Drogen. Nein, noch nie. Du hast aber keine Drogen dabei, oder? Stanley, nein. Alter. Okay, Stanley doch nicht. Nein, Leute. Was du in deiner Freizeit machst, kannst du gerne machen. Ja. Okay. Sie haben noch nie Drogen genommen. Nein. Vielleicht sollten wir irgendwann mal zusammen Drogen nehmen. Nein. Ja, tolle Idee. Ich habe noch nie eine Affäre gehabt. Oh. Nee. Aber du musst da schon ein bisschen nachdenken, ne? Mhm. Ich hatte viel, gefickt. Ich hatte noch nie im Auto Sex. Okay. Kein Beispiel dran nehmen, das war... Okay. An der Stelle nochmal ganz kurz die Frage, welche Lehrerin macht sowas? Ich meine, welche Lehrerin spielt mit ihren Schülern, ich hab noch nie, und säuft sich dabei geistig behindert? Meine Lehrer haben mich nur war Gewalt in der Schule, als ich in der Schule war, noch legal? Ich weiß es gar nicht. Wir sollten irgendwann mal zusammen eine Spritztour. Ja, das war eine lange Fahrt. Also das war von hier bis Griechenland und von Griechenland nochmal aus nach Spanien. Also wir sind durchgefahren. Wir haben von hier nach Griechenland bis Spanien. Okay, ziemlich dumme Strecke, oder? Also da ist aber irgendwas falsch gelaufen an der Stelle dann. Ey, Navigante aber ganz woanders. Und dann hatten sie im Auto Sex. Ja, das war, wie gesagt, eine lange Fahrt. Während der Fahrt aber natürlich. Und so grundsätzlich stehen sie auf sowas? Ach, Stanley, darüber reden wir jetzt nicht, gell? Stanley, also ich finde das auf jeden Fall so anziehend, attraktiv auf jeden Fall. Das Ding ist ja eine Klassenfahrt von der 10. Klasse. Stanley, wo hast du einen Führerschein her? Und wenn ja, wer hat dich im Auto gefickt? Das wäre dann illegal gewesen, weil man dafür mindestens 18 sein muss und du bist 16 als Rolle. Jonas, entweder haben wir hier einen Lückenfehler, einen Logikfehler in dieser Serie, oder Stanley wurde einfach von einer über 18-jährigen Person ins Auto gezerrt. Da dann an der Stelle bitte ermitteln. Ich werde es da ganz PD weitergeben. Die so Sachen so ein bisschen experimentell sind. Klar. Finde ich einfach gut, ja. Okay. Ich hatte noch nie draußen Sex. Nee, ich glaube, das wäre mir viel zu kalt. Mhm. Mein Glas ist fast leer. Oh, Stanley. Du kannst bei mir was trinken. Klar. Ich habe noch nie die Liebe meines Lebens getroffen. Nein, ich dachte. Ah, aber okay. War nicht. Er war ein Arschloch. Nein. Vielleicht finden sie die ja noch. Ich wünsche es mir so und sehr. Und Stanley, nicht anfassen. Was ist mit dir eigentlich? Nein, noch nicht, bis dort. Warum? Warum ich noch nicht? Ja, du die richtige war noch nicht da. Ja, besser. Du bist intelligent. Kommt noch. So viele Mädels stehen. Danke, Frau. Das sagt keine Lehrerin zu einem. Du siehst gut aus, du bist intelligent. Bro, also intelligent vielleicht ja, aber du siehst gut aus. Das ist nicht in Ordnung. Das sagt man nicht zu einem Schüler. Tolle Pädagogin, wirklich 10 von 10. War wirklich. Ich habe mich noch nie durch Alkohol übergeben müssen. Doch, schon. Klar. Nein? Nein, natürlich. Ich trinke viel und gerne, aber mein Körper kann das gut ab. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Sehe ich auch nicht. Also ich, aber sie schätzt mich schon ein bisschen... Ja, du bist aber schon ein bisschen wild unterwegs. Ja, du bist also, ziemlich wild, ja. Mann, hast du mitbekommen. Ja. Okay. Die werden safe in dieser Serie noch aufeinander hängen, Alter. Und spätestens dann muss ich mir eine Kugel geben, Leute. Jonas, es ist nicht in Ordnung, dass ständig bei dir in den Serien das Pädagogikpersonal mit den Schülern funktioniert nicht. Das darf so nicht sein. Mögen sie es wild? So? Oder ist es irgendwie... So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr mehr... Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Besuch, Leute. Da habe ich unglaublich Lust drauf. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video, was ich mir rausgesucht habe. Grüße an der Stelle dann an Frau Bra. Ich bin gespannt auf den Besuch. Dankeschön für die Instagram-DM, ja?